Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mighty Switch Force Hyperdrive Edition weiter auf der Nintendo Wii U. Und uns fehlen nur noch 2 Level. Und dann haben wir das Spiel durch? Fragezeichen? Ich weiß noch nicht genau. Wehe, wenn, ja, dann kommen hier Bonus-Herausforderungen und so. Level Fall 16, Quatsch, Fall 17 bis 100. Oder irgendwie sowas in der Art, ja. Ich würde es dem Spiel ja fast zutrauen. So, okay. Wir dürfen jetzt in einem vollkommen neuen Level irgendwo kleine süße Mädchen einsammeln. Wo ich ja eigentlich de facto nichts gegen habe. Ihr kennt es, ihr liebt es, was... Das bringt rein gar nichts, oder? Kann das sein? Das ist wahrscheinlich nur, damit ich mich schneller fortbewegen kann. Das ist ja interessant. Okay, wie funktioniert denn das? Ja, geht das so? Nee. Wie funktioniert denn das? Wie komme ich denn da hoch? Komme ich denn da hoch? So zum Beispiel. Oder auch nicht. Gut. Ja. Ich habe mich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass das Ganze jetzt eine kleine Geduldsprobe werden könnte, weil ich ja im Vorfeld... Wow. Weil ich ja im Vorfeld so absolut gar nicht wusste oder weiß, was mich da jetzt genau erwarten wird. Nee, das macht alles gerade so überhaupt keinen Sinn. So macht das vielleicht Sinn. So und dann so und dann hätte ich eigentlich so nach rechts, aber ist auch egal, weil ich kann ja auch so gucken. Aha, interessant. Der Level ist scheiße groß und das soll man in 2 Minuten machen. Ihr habt doch einen Knall, habt ihr. So ist besser. Halt, was? Oh Gott sei Dank. Okay. Das erste Mädchen eingesammelt. Es hat nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Oh Gott. Was ist das hier für ein Level? Guck dich das an. Wo muss ich denn hier überall hin? Und was muss ich hier überall machen und so? Und überhaupt? Und keine Ahnung was. Das ist doch alles zu kompliziert. Irgendwo dort unten soll ein Mädchen sein. Aber wo denn? Moment. Zack. Wenn ich irgendwie... Ups. Wenn ich irgendwie so springe und dann so mache und dann eigentlich, ja, eigentlich einen lila Block treffe. Mensch, das ist ja, da muss man ja, das muss man ja erstmal nur schaffen, ne? Das wäre ja dann, das wäre ja dann schön. So, jetzt machen wir mal so. Bringt so nix. Aha. Natürlich bringt es so nix. So, bringt doch was. So zum Beispiel. Und dann machen wir mal so. Und dann ist wieder falsch. Ach Gott. Ja, ich habe schon gewusst, dass es eine Geduldsprobe werden würde. Ist aber nicht schlimm, nein. Wups. Ich meine, so wissen wir wenigstens, oder können wir unterm Strich durchaus festhalten, dass Mighty Switch Force... Was? Hä? War dazwischen nicht eigentlich eben gerade... Was habe ich da vorne im Augenwinkel gesehen? Ich dachte eigentlich, aber... Gut, dann halt nicht. Dann wissen wir wenigstens im Umkehrschluss, dass Mighty Switch Force... Warum klappt das jetzt gerade nicht? Eben gerade hat es auch geklappt. Die will gerade nicht. Jetzt. Ja. Warum auch immer. Weil ihre kleinen Füßchen jetzt eingesperrt wurden oder so. Das ist ja toll. Was bist du denn für eine Polizistin, Mann? Du musst auch ohne Füße Verbrecher jagen können. Das kann ja nicht so schwer sein. Ach, ja. Blups. So. Nein. Doch. Nein. Ja. Ich wusste schon im Vorfeld, dass es eine Geduldsprobe werden würde. Wir wissen jetzt, dass Mighty Switch Force durchaus ein herausforderndes Spiel ist. Was man ja im Vorfeld nicht wirklich ahnen konnte. Nein, konnte man nicht. Weil dafür war das ganze Spiel zu sehr auf süß und niedlich und überschaubar gemacht. Süß, niedlich und überschaubar. Und das ist es ja jetzt zum Schluss. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, den Knopf da zu drücken dann. Das ist es ja jetzt zum Schluss fast überhaupt nicht mehr. Also klar, süß und knuffig und niedlich ist es irgendwie immer noch. Was aber natürlich mehr so an der Grafik liegt als an dem Spiel. So, ups. Wollte ich das jetzt? Ja, ich wollte das jetzt so. Aha, ja. Timing ist alles. Timing ist alles. Der Level in 2 Minuten, ja. Mir wurde aber mittlerweile auch abgeraten, dass ich die Sternenränge machen soll. Und ich glaube,
der Tipp ist ganz gut. Also für einen kurzen Moment habe ich mir so gedacht, Moment, also eigentlich ist genau jetzt an der Stelle mein Ehrgeiz sowas von geweckt. Eigentlich müsste ich mich jetzt eingehender mit dem Thema beschäftigen und dementsprechend sowas von nochmal durch Mighty Switch Force Hyperdrive Edition durchheizen, weil ich jetzt eben, ich kann dann in dem Moment nicht anders, nee, also das, ihr könnt nicht einfach so schreiben, du kannst das ja sowieso nicht, ja, das bringt nichts hier, okay, so bringt das nichts. Ich muss zuerst diese Seite hier machen. Weil nur so kann ich die Blöcke so aktivieren, genau. So. Bringt das anders was? Blups. Für einen kurzen Moment war also mein Ehrgeiz geweckt. Aber wirklich nur für einen kurzen Moment, weil danach habe ich wieder dran gedacht, was ich hier für ein Spiel vor mir habe. Und ja, es wäre einfach falsch. Es wäre falsch von mir, die Sternringe hier zu holen, ganz eindeutig. Weil dafür könnte ich nicht den benötigten Ehrgeiz, glaube ich, entwickeln, was irgendwie doof wäre, weil das wollt ihr immerhin alle sehen, dass ich Ehrgeiz entwickle und ja, und dass ich ja dementsprechend wie ein Meister durchrushe. Wie ein Meister. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Kann sein, dass meine Sätze jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Es ist aber auch schwer, sich drauf zu konzentrieren. Ich wurde vorgewarnt. Ich glaube, es war super fest. Guckt, das Spiel ja auf dem 3DS hat. Ja. Gute Investition wahrscheinlich auf dem 3DS gewesen. Auf der Nintendo Wii U? Naja. Ich musste es mir ja unbedingt besorgen. Ah, da. Weil ich irgendwie dachte, dass das ein total schnupsiges Spiel wäre, was man sich irgendwie holen kann. Aber auf eine gewisse Art und Weise hat es mich auch gewundert. Ich wusste im Vorfeld, dass Trizer sich das vor Ewigkeiten schon mal gekauft hatte. Wir hatten nie darüber gesprochen, über dieses Spiel. Ich wusste es einfach nur. Und ich habe mir so gedacht, na gut, okay. Wenn Trizer es sich kauft, dann kann es ja jetzt nicht so dumm sein. Also, ne, das ergibt ja irgendwie schon Sinn. Weil, ja, man hört ja schon irgendwie so drauf, ne, was Trizer halt toll findet oder nicht toll findet oder so. Er ist ja schließlich voll der Videospiel-Trendsetter und kauft sich immer nur die tollsten und besten, schönsten Spiele. Jetzt weiß ich wiederum, Trizer ist genauso ein Schmonk wie ich und kauft sich Spiele einfach nur so, weil er zu viel Geld übrig hat. Ja, ohne genau zu wissen, auf was er sich da einlässt. Das ist eine gefährliche Eigenschaft, nicht ernsthaft. Nur weil die Blöcke da jetzt... Oh Gott. Das ist eine gefährliche Eigenschaft, die ich nicht gutheißen kann. So, jetzt machen wir mal so. Aber jetzt bringt mir das hier nichts, oder? Ja, nee, jetzt ist es hier genauso wie drüben. Aber das ist im Endeffekt kein Problem, weil dann kann ich jetzt folgendermaßen vorgehen. Dann kann ich mich jetzt hier um die rechte Seite nämlich kümmern. So. Dann komme ich hier nämlich leichter nach oben. Hätte jetzt nur mal irgendwie noch besser reagieren müssen. Lups. Und dann... Ja, besser reagieren müssen. Wie soll man das aber auch, wenn man... Ja gut, okay, man könnte es ja auch anders machen, ne? Das Spiel bietet einem ja nochmal so ein paar... Was zum Teufel mache ich hier? Das Spiel bietet einem ja nochmal so ein paar Hilfsmittel. Man kann sich ja... Boah. Man kann sich ja nochmal ein bisschen umgucken. Eigentlich, mit welchem Knopf war das nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mit dem A-Knopf? Nö. Achso, mit Y. Ja, aber in so einem beschränkten Radius, also das nutzt nicht wirklich was. Aber so könnte man normalerweise ein bisschen vorausschauender agieren und reagieren. Und dann würde das Ganze bestimmt auch mehr Spaß und Sinn machen. So, wie komme ich denn jetzt... gehen wir das Ganze nochmal ein bisschen logischer an. Wie komme ich denn jetzt zum Beispiel an den Schnupsi da oben? Wir haben das ja gesehen. Diese Plattform, die man da aktivieren kann. Moment. Diese Plattform, die man da aktivieren kann. Muss doch dann quasi gesehen die Plattform hier sein, oder? Die ich dafür aktivieren müsste. Ich glaube ja schon. Ach so. Okay, Moment. So, das geht dann nämlich zack. Wenn ich mich jetzt...
hier so durchfallen lassen. Dann kann ich so machen. Ah ja, genau, so funktioniert das. Okay, okay, okay. Hast begriffen. So, durchfallen lassen, zack, hier und... Boah, Mann, ist gut. So, durchfallen lassen, ja, toll. Bläh, dass sie die Kopfschmerzen davon bekommt. Sie hat wirklich einen sehr stabilen Helm. Wie auch immer das funktionieren mag, hat ja auch jemand geschrieben. Wie funktioniert das eigentlich mit Taste und dann komische Sirenen in ihrem Kopf und dann färben sich Blöcke und... Das ist ja voll unlogisch! Überhaupt nicht durchdacht und so! Wie kann man als Entwickler nur auf so einen Scheiß kommen? So, ich glaube, ich habe einen Verdacht, wie wir jetzt an die... letzten beiden rankommen. Weil dafür müsste ich jetzt aber nur wieder ganz nach... Oh, Ben, nämlich genau so hier oder so ähnlich. Nein! Da runter quasi. Igitt. Aber die Stelle ist so ekelhaft. Oh, das kann mir doch keiner erzählen, dass man hier ohne Probleme einfach so in einem Stück durchkommt, oder? Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Ugh. Nur weil du das nicht kannst, Hering, muss das nicht heißen, dass das sonst niemand kann. Halt, putte, 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 putte. Ja, ja. So, Schnups. Warum spiele ich nur sowas? Ich weiß es nicht genau. Warum bin ich jetzt hier? Ich weiß es nicht genau. Ich will doch gar nicht hier sein, oder? Oder will ich hier sein? Das bringt mir doch gar nichts. Hops. Bringt mir das was? Zack. Dann wäre ich jetzt hier. Nee, das bringt mir nichts, weil die Mädchen habe ich schon. Ach so, nee, Moment. Die, ja, die Mädchen vor allem. Hier gibt es zwei Mädchen, die ich noch auf... Ah, Gott. Moment, machen wir das jetzt erstmal anders. Ja. Yeah. Scheiße. Ich wollte nicht. Ja, gut, so geht's. So? Nein. Ah! Ich möchte gleich irgendwie, also... Zumindest haben wir volle Lebensenergie. Ja, das ist schön. Nee. So. So möchte ich machen. Dann möchte ich hier nur nach oben. Dankeschön. Dann können wir das nämlich auch von der Seite aus hier machen. Dass ich jetzt nicht getroffen wurde, grenzt an ein Wunder. So, okay. Und jetzt... Scheiße. Ja, jetzt müssen wir nämlich eigentlich hier so hoch. Ja. So oder so ähnlich. Okay. Bups, bups, bups. Geschafft. Ende. Was auch immer das bedeutet. Achso, jetzt bin ich hier. Das ist interessant. Wo ist mein Botti? Mein Botti. Ich weiß, ich soll ihn nicht so nennen, Trizer, aber ich nenne ihn trotzdem so. Botti ist da oben? Warum ist Botti da oben? Wo ist vor allem oben? Wo bin ich? Schnu? Nee. Schnu? Doch, vielleicht Schnu. So Schnu. Ah, so Schnu. Genau, so Schnu. Schnu, Schnu. Ja, 6 Minuten 14. Da runterzukommen auf 2 Minuten ist natürlich absolut kein Problem. Nee, haha. Hol doch den Sternenrang, Hering. Hol ihn doch. Ja, vielleicht nicht. Ja. Fall 16. 5 Minuten. 5 Minuten werden dafür veranschlagt. Der längste Level überhaupt. Okay. Go, go, go. Hä? Was? Das aktiviert sich übrigens alles gerade automatisch. Irgendwie scheint ihr, der Bömmel an ihrem, an ihrer Birne kaputt zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann das jetzt gerade nicht mehr steuern. Aha. Okay, das scheint aber dann mal... Okay, von der Aufmachung her gefällt mir der Level jetzt gerade so ein ganz klein bisschen, weil das jetzt... Es hat jetzt gerade ein bisschen mehr was von, ja, jetzt tatsächlich mehr was von Mega Man. Weil ich mich so von, durch so ein Levelgebilde eben durchschleiche. Oben in der Mitte sehen wir trotzdem, dass wir hier irgendwo unsere Damen des Glücks einsammeln dürfen. Ups. Das ist wirklich eine Timing-Geschichte. Wie gesagt, ich steuere das alles jetzt, gerade gar nicht. Sondern stattdessen muss ich mich voll und ganz auf... Wow. Auf die... Ja. Auf das Timing hier verlassen. Auf mein Timing. Dass ich im richtigen Moment eben richtig reagiere und richtig springe. So zum Beispiel. Genau. Da, da und zack. So. Naja. Funktioniert doch. Ups. Ist ja auch ein gleichbleibendes Timing. Also von daher. Absolut kein Problem. Nee. Aber das ist jetzt scheiße. Ja. Genau. Ich muss ja reinfallen in die Plattform. Damit das aktiviert wird. Wow,
Das war knapp. Ja, verdammt. Gut. Das hat so nicht funktioniert. Also bitte nochmal. Vielleicht hat es jetzt auch so ein bisschen was so Bossfight-mäßiges im letzten Level. Dass ich gleich gegen die holden Damen, die ich die ganze Zeit ins Kittchen gebracht habe, dass ich gegen die jetzt antreten darf. In dem ultimativen, weiß nicht was, Bikini-Contest oder so. Sowas würde mir gefallen. Ja, das hätte was. So die Miss Knacki 2013, das hätte schon was, finde ich persönlich. Aber naja.